Hey, hey, The Hand of Merlin, Kapitel 2. Wir sind in der Marca Massa Hispanica. Das ist irgendwo zwischen Frankreich und Spanien. Wir haben in der Episode vorher King Percival gerettet und seine Burg und sind in ein Boot gestiegen und jetzt hier rüber gefahren. Weiter geht's. Roland's Call. Your journey has brought you to the Massa Hispanica. Ich würde Marca sagen, weil das die spanische Mark bedeutet, aber hey. Your journey has brought you to the Massa Hispanica, a wild mountainous region between the Frankish kingdoms and the southern lands of the Saracens. No one ruler holds absolute sway here, and the only constant in the lives of ordinary people is war. You must make your way to... Roncevaux Pass, and there cross into Al-Andalus. Alter. Also ich sag, falls sich irgendjemand mit dem ganzen Artis-Kram hier auskennt, weiß er wahrscheinlich wesentlich mehr darüber, wie man die Sachen ausspricht, als ich. The power of the cataclysm is growing. The massacre you find before you now bears testimony to that fact. Hundreds of Frankish knights lie dead, torn apart by abominations. A savage battle was fought here, in which victory was gained only by the cost of total sacrifice. Approach the survivors. A few knights, their weapons still dripping with the blood of the enemy, their faces more tired than words can express, are gathered around a man who is clearly their leader. By his coat of arms you recognize him as the Paladin Roland, one of the greatest knights of this age and a champion of Charlemagne. Und deshalb ist er ein Paladin, weil Charlemagne Paladine hatte. Ist auch egal, ist tatsächlich alles historisch und so. He is injured, but he shows no pain. And he watches you approach with dark, unfathomable eyes. Speak to Roland. Who are you then? Roland intones. Who still dares to roam so confidently in these dark days when every truth we once held sacred has turned to ash? Ich glaube, je tiefer man hier geht in der Liste, desto weniger Hilfe bekommt man von dem Mann. Weil der ist schlauer, der versteht das Erste auf jeden Fall. You explain that you are champions of Merlin, sent to fight the very abominations Roland has been battling. He frowns. I knew there was something magical about you. My friend Morgris, the enchanter, taught me to recognize the presence of magic. But this Merlin... Morgris said he was an ally, but he also told me he had killed many of his own kind to gain their power. Is this true? Yes. Roland sighs. The things we have done in the name of the cause, though at least Merlin fights for all mankind, no matter their beliefs. Whereas, what have my wars with the Saracens accomplished, but to leave us all vulnerable to a greater enemy? Such folly. Continue. Roland looks around the battlefield, his eyes distant. The bitter truth is that I desperately need your help, he says at last. These inhuman beasts will be the end of all of us, Christians and Saracens alike. We defeated them here, but more are massing at Roncevaux Pass, and I have already lost so many men. I must assemble a new army, but it will not be enough. Here, you must take this. He holds out his horn. Take the horn. Okay, das Horn macht, dass alle Gegner eine Runde gestaggert sind. Das bedeutet, die bekommen alle Fähigkeiten, die vorbereitet haben, abgebrochen und können eine Runde lang keine offensiven Fähigkeiten benutzen. You take Roland's horn, famed of song and legend. For an instant, you see the regret in Roland's eyes at having to part with it. With this, you bear my authority. Find those who are willing to fight and tell them to meet us at Roncevaux Pass. The battle there will be terrible and it is unlikely that we will survive, but the pass must not fall. He turns and begins to limp away. Good luck. I hope to see you there. War die Musik gerade lauter während dem Intro hier als vorher? Gut, wir brauchen jemanden, der das Horn trägt. Wir müssen noch ein Level-Up machen. Was ist denn unsere neue Fähigkeit noch? Rebuke ist immer noch scheiße. Ach, nehmen wir Stunning Blow. Auch wenn das eine Defense-Fähigkeit ist, was anderes kriegen wir nicht. Dann kann die hinchargen, Stunning Blow machen. Ist leider kein allzu guter Damage-Dealer geworden insgesamt. Dann nehmen wir diesmal HP, wechseln wir ab. Dann muss ich mir hier keinen Stress machen. Der braucht immer noch nicht wirklich Healed. So, bitte was Gutes hier.
Hunter's Mark ist nicht so spannend. Specialty Arrow ist aber ganz cool. Das wäre dann nochmal einmal mehr Damage. Je mehr Damage der machen kann, ohne sich zu bewegen, desto besser ist es. Er kann jetzt also schießen für ein AP. Der kann Speciality Arrow machen. Specialty Arrow. Und das war's dann wohl erstmal. Wir könnten dem die Rune hier geben, aber das bringt uns auch erstmal nichts. So, das Horn. Tja, Isabel, du bist das Ding leider sofort wieder los und hast jetzt das Horn von Roland. Du machst auch noch dein Level ab. Die bleibt. Ne, die bekommt auch. Machen wir einfach abwechselnd, ist kein Stress dann. Tja. Das ist alles nix. Dann nehmen wir Heilung. Dann ist sie sehr defensiv. Normal ist das so eine Aura, die ich hier unten gerne noch nehme als Fähigkeit. Aber hey, was man nicht hat, hat man nicht. Schauen wir kurz die Map an. Wir würden gerne so viele Heroic Nodes abgehen, wie wir können. Und wir haben ja einen ganzen Haufen zu essen. Da müssen wir für eine Quest hin. Okay, und hier ist der Roncevaux Pass. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ich hatte mal Französisch. ja. Naja, gehen wir nach da zur Heroic Note. Wir werden hier ein bisschen mehr kämpfen als im ersten Kapitel, weil jetzt wird es heftiger hier. The Castle of Val-Sevry. Was ist denn? Was sind das hier für Namen? You have reached the Val-Sevry, a rich mountain valley, cloven by a rushing river and overlooked by a mighty fortress. As you near the fortress, intending to inquire whether you can sleep inside the safety of its walls, you are approached by an elderly seneschal. Knights from a foreign land, we have great need of you, the servant says formally. Will you come speak to our lord? Yeah. Thank you, strangers. Now we must prepare. There is not much time. As I see it, there are two strategies we may follow. You may attack them first, gaining the element of surprise, or you may wait and allow my alchemist to imbue your weapons with a substance created by Morgris the Enchanter. It is powerful, but the process is delicate and the enemy will have the upper hand at first. Attack them now ist so eine Sneak-Sache, finde ich nicht so spannend. Wir machen das da. The alchemist of Val-Sevry is known as Tibord the Mad, but he seems sane enough to you. He applies the strange glowing substance onto your weapons with great care. Morgris the Enchanter made many useful things, most of which are lost or known only to others of his order, Tibord tells you. This substance will make your weapons cut through the enemy hauberks like butter. Hard, frozen butter, but butter, but butter, butter, butter. Perhaps he's a little mad after all. Defend the castle. So, 50% extra Damage. Okay. Okay. Doch nochmal Menschen. Normal kämpft man in Kapitel 2 nicht mehr ernsthaft gegen Menschen. Die sind ziemlich unstabil. Ich weiß nicht, ob die mal was an der Schwierigkeit gedreht haben. Das letzte Mal, wie ich normal gespielt habe, war das ein bisschen knackiger. Aber das ist auch schon wieder 5 versprochene Releases und Early Access Content Patches her. Okay, wir haben hier 2 Schamanen und 2 Bogenschützen. Das ist alles. Da haben wir ja vorher gegen mehr Leute gekämpft. Hey. Hey. Was wirft denn der Netz? Was ist denn los bei dem? Jetzt schießt er auch noch. Hackt's bei euch. Jetzt will er mich einer vergiften. Das ist ein dickes Uff. Okay, die kann sich trotzdem bewegen. Oder wer ist da gerade dran? Warte, kann die chargen? Ach, warte, die kann Second Wind machen. Hoa! Boom, Bitches. Das habt ihr jetzt davon. Haha. So, und das Problem hier können wir auch direkt lösen. Wir tingeln da kurz hin. Packt die Dame hier nämlich ihre Handgranate aus. Huzza! Sprengt die Deckung weg von den 2 Kerlen. Die haben keine Chance. Und jetzt. Take aim! Mächtiger Salim.
Was kann der Pfeil hier nochmal? 5 Damage to an enemy, 5 if the enemy is unarmored. Das heißt, wir schießen auf die Dame hier und die bekommt extra Damage, weil wir zuerst die Richtung, durch die Rüstung schießen und dann ins Ziel rein. Jetzt machen wir Quick Draw auf die und auf den. Patsch, patsch! So, und jetzt kommt Zara zum Einsatz. Was ist hier los? Der hat Prepared Shot angeschmissen, der Hund! Na gut, dann gehen wir einfach gemütlich da zu dem rüber. Hauen dem auf den D. Und gehen dann noch in... können wir von hier aus an die Rand chargen? Das wäre nice. Ich scheiß auf deinen Reaction Shot, du Nerd. Bam! Das war tatsächlich eine sehr starke Runde. Und jetzt benutzen wir noch Roland's Horn. Das heißt, die beiden sind staggered und können diese Runde nicht angreifen. Lady Isabel, wir haben keine Handgranaten mehr, sehe ich. Handgranaten sind ausverkauft bis nächste Runde. Dann lauf mal hier um die Ecke und werf einfach so ein Bömmchen auf die beiden. Salim, mein Freund, wie weit läufst du denn, sodass du auf die Jungs da schießen kannst? Gar nicht. Okay. Dann, kostet das einen Punkt AP? Ja, kostet's. Na, dann lassen wir den Schamanen am Leben und töten den Sentry. Diese ganzen neuen Visuals irritieren mich total. Die hat jetzt diesen Kriegel, ein kaputtes Schild, ein ganzes Schild. Das war vorher irgendwie einfacher. Aber wenn es den Devs so besser gefällt, die fiddeln ja die ganze Zeit dann rum an den Visuals. Oh, schöner Treffer. Ha! Ha! Ich desecrate dich jetzt. Betäubender Schlag. Bonk. Slash. Cinch. Handgranate? Easy. After your victory, you are surrounded by a cheering crowd. You have saved us, Lord Clary exclaims. I thought you might frighten them into retreating, but you have slain them to the last man. You have freed us from their yoke. For your heroic deed, you are rewarded with gold and promised that you may treat the castle as your home from now until the end of days. Cool. Und Haufen Patte gab's auch noch mit dazu. Wir müssen irgendwo shoppen gehen. Da oben gibt's eine Stadt. Ist hier unten nicht auch eine Stadt? Ja, die ist ein bisschen dichter und wir müssen... Na, wir können nach oben entlang. Haben wir hier unten noch? Ja, da kommt noch ein Heroic Note. Gut, dann gehen wir hier hoch in die Stadt, tingeln hier unten durch, gehen hier vorbei und dann ab zum Ende. What befell Mandricado? You have come to an area corrupted by the cataclysm. Though here the strange growth are already begun to wither and there are no abominations. You can sense a scar in the whale. Trapped in a labyrinth of withering tendrils and calcifying thorns is a Saracen knight. By his banner you recognize the infamous marauder the people of this land call Mandricado. The stories say he is a terrible villain. I would appreciate your help, strangers, he calls out. Mandricado is ensnared by the countless tendrils which in death have hardened. Worse still, he is surrounded by growth covered in thorns. Getting close to him would pose a serious risk. So, wer kann denn von uns Schaden nehmen? Freedom, Catastrophe, Pain. Toll. Toll. Freedom! Oh oh. As Zara approaches, Mandricado, the tendrils begin to stir and contract. They are not alive, but are moving, as the bodies of the dead sometimes do. A large thorn impales itself in Sarah's leg and she screams.
Flee, you must flee, abandon me and live! Mandrigado cries before he is pulled deeper into the tangle. Whoopsie whoopsie. Okay, ein Achievement jagt hier heute das nächste. Dream of the Bear schon wieder. One night sitting around a campfire, you fall into a deep sleep and into a mysterious shared dream. In it, you are following an enormous black bear with bright blue eyes under a sky full of unknown stars. You follow the bear for a long time across endless mountains and dark, frightening seas. Sometimes its eyes are stars and sometimes all the stars are eyes. At last you arrive at a mountain higher than any other. At the top, you see a bright light. But suddenly you feel heavy and slow. The stars begin to spin. Climb the mountain. Advanced corruption. Wir reiten den Bären. It may be disrespectful to the spirit, but it seems like the best solution. So you jump onto the bear and hold on for dear life. Juhu! The bear roars, rushing through clouds. The wind is freezing cold, but you manage to hold on. You can feel the bear's heart beating under its fur, and somehow you can tell that it's laughing. When you arrive at a peak, you see a great tree, glowing with golden light. Beneath are three altars. On one, there's a suit of armor, on another, a rich meal, and on the third is a pile of gold. Wir nehmen die Rüstung. Die ist jetzt aber dann stabil, unsere Mystica Lady. When you touch the armor, you suddenly wake up. Mysteriously, the armor is still there, as if someone had just dropped it off by your fire. It smells faintly of bear fur. Cool. Okay, wir wollten hoch zur Stadt. Wir haben schließlich 200 Gold ausgegeben. The man of Valfront. Alter. You are passing through the land known as Valfront, a shadowy, deeply wooded dale. There are many legends about this place. They say its people are Paynim, who worship no god, only wild spirits of the forest, and who grow their beards so long and thick that they can hide within them, and so prey upon heedless travelers. The latter story seems particularly unlikely, but the forest is deep and the shadows are dark, and you cannot be entirely certain. Better be cautious! As you cautiously proceed down the road, keeping your eyes on the dark places between the trees, you begin to hear unsettling sounds from the distance. At first there are screams of alarm, then crashing noise, then echoing, inhuman shrieks. Are the bearded men of Valfront coming for you? No, their village is under attack by abominations, and already countless innocents have been slaughtered. To battle! Okay, was haben wir hier? Mandrakes sind die kleinen Scheißer, die explodieren, wenn die sterben. Die haben Xenopollen, das wollen wir nicht, weil die machen 9 Punkte HP-Schaden. Das ist eine ganze Menge. Redcaps können wir soweit ignorieren. Salim. Du kannst ja nicht allzu viel machen. Konnten die schießen? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Man kann die tatsächlichen Angriffsfähigkeiten nicht einsehen. Das ist mit Absicht, soweit ich das verstanden habe. Wir können hier aber auch gerade wenig machen. Die müssen ein bisschen dichter kommen. Naja, wenn wir 3 Felder weiter schießen könnten. Ja, versuchen es mal. Wusste ich doch, dass das so aussieht, als könnte ich den Kerl da treffen. Ja, dann hauen wir aber voll raus. Dann geben wir alles, was wir haben. Patsch! Patsch! Ranger Salim. So, wir lassen den Gegner rankommen, dann benutzen wir das Horn. Und dann hat sich die Sache hier auch hoffentlich schon. Die heilt sich gleich, denke ich. Aber die regeneriert nur Rüstung. Wird schon alles zusammenkommen. Wir müssen nur gucken, dass wir die Mandrake hier töten, ohne dass jemand von uns in der Nähe ist. Das war ein Miss. Gut, gut. Ist ein bisschen zäh, die Jungs. Es wird wirklich Zeit, dass wir hoch in diese Festung kommen und ein paar coole neue Sachen kaufen. Isabel, Handgranate.
Gute Sache. Das Problem ist wirklich der kleine Scheißer da unten. Kann ich dahin chargen? Kann ich. Kann ich sogar Schaden auf den da noch machen? So, mal Schaden auf den. Und hauen dem da eine runter. Dann betäuben wir den da noch. So, Salim erschießt den dort. Lady Isabel. Wie wär's denn? Ich bin mir noch nicht sicher mit Roland's Horn. Ich mein, der Typ, der kann so viel schießen, wie er will. Das Problem sind halt die Xenopollen, die der raushaut. Du bewegst dich keinen Meter, mein Kerl. 50-50, aber wenn er trifft, macht er Schaden. Kann auch nichts machen. Wir pusten das Horn. Ich habe Angst, wie meine Leute hier gerade stehen. Was macht das? Der ist freundlich dicht rangekommen für uns. Jetzt müssen wir trotzdem aufpassen, der hat Watchful. Bla bla bla. Okay. Wir bleiben trotzdem erstmal an dem hier dran. 5 Punkte ist halt echt wenig gerade. Okay, der Rest von den Sachen ist auf Cooldown. 50-50 ist immer noch schlecht. Wir springen einfach mal die Deckung raus. Wir können die Deckung gerade nicht rausspringen. Hier geht alles in den Bach runter. Auch wenn die fröhliche Musik läuft. Oder wir treffen einfach ein 50-50. Das ist auch ein Angebot, das ich bereit bin wahrzunehmen. Okay, es kann leider gerade niemand noch einen Punkt Schaden machen. Das ist schade. Ne, es kann niemand Schaden machen. Wir können Rüstung regenerieren, aber bringt uns nichts. Wir sind alle voll. Wir können mit unseren Zaubersprüchen gerade keinen Schaden machen. Und es sind alle in Deckung und Salim verträgt ein bisschen Schaden. Die Gegner werden auch stärker, dann können wir nicht einfach so rumstehen und Damage nehmen. Ich Elusive Jump dich gleich mal. Was soll denn das für eine Nummer gewesen sein? Quicken heißt, der macht nochmal, ne? Ja. 40% Evade. Okay, nicht bewegen diese Runde. Dann können wir den Kerl da gleich rannehmen. Was ist denn Horror jetzt schon wieder? Was ist denn das hier? Das mag ich aber nicht. Dann kümmern wir uns erstmal um den da. Wer macht denn den Krempel? Machst du das? Ja, der prepared irgendwas Gemeines. Na gut, dann erschießen wir den Kerl halt. Wir haben wieder volle Packung diese Runde. So, du kleiner Scheißer. Ich gebe dir gleich mal Preparing. Dann werfen wir noch eine Handgranate oben drauf. So, Problem ist jetzt nun mal, dass ich den Typ dann nicht töten kann, solange der hier daneben steht. Hat er noch? Ja, hat er noch. Das heißt, betäubender Schlag, ne? Betäubender Schlag funktioniert. Dann heben wir uns den Vergleich auf. So, 6 Punkte Rüstung. Die hat gerade nichts Negatives drauf sonst. Der Rest war schon. Nicht weglaufen, mein kleiner Kerl. Das Problem ist, wenn ich den jetzt töte, dann darf ich da nicht dran sein. Jetzt verpasst er mir nämlich ein paar. 4 Punkte Rüstungsschaden ist okay. Wir laufen nur ein bisschen durch die Säure da. So, wenn die nach hier flitzt und ich werfe Blight auf den Kerl, regenerieren die anderen wieder Rüstung.
Das bedeutet, er kann dann auf den schießen und hat wieder seine Rüstung zurück. Okay, du gehst da ran. Betäubst den kleinen Kerl. Dann verpasst sie dem nächste Runde eine. Geht einen Schritt zurück. Und Salim kann den dann erschießen, ohne dass jemand von uns Schaden nehmen muss. So, die geht weg von dem. Und Salima schießt den kleinen Drecksack. Und keiner muss explodieren. Juhu! You are victorious, but your victory has come too late for the people of Valfront. The few survivors will have to leave and attempt to begin a new life far from this Dale, in places where they are feared and hated. Cool. Warum wollen die das jetzt so dastehen lassen, als wäre das meine Schuld gewesen? The coming storm. Your journey is interrupted by a strange, unseasonal storm. It hovers over the road before you like a clenched fist, angry and ready to strike. An old man approaches you, followed by a younger woman. Their garments are drenched. Before the strangers can say a word, the storm suddenly swells and bolts of sickly purple lightning burst forth in every direction. The old man and the young woman are instantly pulverized. Das Spiel verarscht mich, oder? Wie oft hatten wir jetzt in dem Ding hier, dass das Failure genau da war, wo es vorher auch gewesen ist? You abandon all decorum and run like frightened animals, praying that the lightning will spare you. Luckily, you are not struck, but less luckily, a tree near you is. The blast sends you flying, half blind and with your ears ringing. You are unhurt, but even by the time the storm has dissipated, your hands are still trembling. So, minus 1 Accuracy, minus 2 Evasion. Für einen Kampf. Toll, 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 toll. Battle of the Wolves. In the depths of the forest, the peaceful monotony of white and green is shattered by a sudden crimson. Before you lies an unspeakable massacre. An entire pack of wolves has been slaughtered, their bodies torn limb from limb, and savaged with such violence that even the trees are covered in frozen blood. While the people of the Maca Hispanica undoubtedly kill wolves to protect their flocks, such depravity can only point to the cataclysm. The trail leads you to a wolf den, where the abominations have gathered. Along the way you find further wolf carcasses. The poor animals must have fought a great battle, but their strength was not enough. It is only humankind, for all its follies, that can forge the weapons necessary to defeat the spawn of the cataclysm. Destroy them! So, wir haben zwei Redcaps. Ein Mandrake, eine Wyvern. Gut, die Redcaps können mir mal ziemlich im Arsch vorbeigehen. Wir tingeln darüber, hauen dem eine runter. Und leben in der großen Hoffnung, dass wir irgendwann nicht mehr dazed sind. Von dem Blitzeinschlag. So, Salim, mein Kerl. Drei Turns, drei Turns. Wir haben hier ein paar ganz gute Ziele. Na dann, hau raus. Das Dazed kann ihm ja ziemlich egal sein, wenn er nicht vorbeischießen kann, was? Dann müssen wir halt drei Runden ohne den großartigen Damage von Salim auskommen. Ausweichchance ist schon sehr stark auf der Sarah. Diese Reaction-Slashes, die keinen Schaden machen, sondern nur Bleeding, sind irgendwie komisch, oder? Moment, war der nicht gestunt? Wieso hat er mich gerade angegriffen? Schritt 1. Patsch! Handgranate? Xenopollen.
Wir müssen den Charge mit benutzen, sonst kriegen wir nicht genug Damage rein. Der zähe kleine Kerle hier. So, wenn ich die jetzt bewege, dann kann die doch eine ordentliche Handgranate schmeißen. Wir benutzen das Horn gleich, wenn die hier anfangen, ihren ganzen Horrorkram und so zu machen. Vorher lohnt das ja nicht wirklich. Wir hätten auf jeden Fall genug Punkte, um auch mal was zu zaubern jetzt hier gerade so zwischendrin. Genau, jetzt benutzen wir das Horn. Wenn die ihren Horror machen, der da macht wahrscheinlich auch irgendwas saudämliches. Gab nicht irgendeinen Knopf? Hold space to fast forward. Okay, Horn. Tada. Alle sind gestaggert, niemand macht mehr Schaden. So, nächste Runde kümmern wir uns um den da. Wenn Salim seine volle Macht wieder entfalten kann mit dem Doppelschuss. Dann können wir das hier wieder komplett durchziehen und das müsste reichen für den kleinen Kerl da. Okay, was haben wir denn hier? Schmeißen wir den da. Und heilen die. So, dann haben wir den da tot. Stunnen den. Und weiter kann's gehen. Wie funktioniert das mit Evading? Trifft Salim den dann jetzt nicht, wenn der Aiming macht? Das wäre natürlich scheiße. Aber ich glaube, das ignoriert alles. Ja, das ignoriert alles. Gut, aber du machst jetzt keine 17 Punkte Schaden auf den. Das ist schade. 6 Punkte. Kriegen wir das hin mit der Handgranate? 5 Punkte. Anscheinend nicht. Aber wenn wir die Handgranate werfen und die Deckung da wegsprengen, dann müsstet ihr zumindest eine 60-prozentige Chance haben, den Typ zu treffen. Sehr gut. So, haben wir nur noch die kleine Redcap übrig, die alleine nicht allzu viel machen kann. Ah, was soll denn das für ein Schleim sein? Gut, alles Rüstungsschaden, damit können wir leben. Rüstungsschaden ist vollkommen vertretbar. Man bleibt drauf. Cinch. So, die macht jetzt extra Damage, weil er keine Rüstung mehr anhat. Er hatte noch Rüstung an, nicht? Echt gut hingekriegt. Stun oben auf dem Deckel. Dann weg damit. Within the den, three wolves remain, a she-wolf and her cubs. They regard you with golden eyes, unsure what to make of you. Okay, viel Spaß. Hallo Stadt. Canuel, the capital of, natürlich, Pamini. Ich würde gern exploren. Und dann einkaufen. An old, fat merchant with a sad face approaches you on the street. He's carrying a bag full of cured meats. I have heard that you are knights of Camelot, he says, and that you are on a quest of grave importance, blessed by Roland himself. I do not have much to give you, but will you accept this gift? Ja. Dankeschön. Okay. Erstmal zum Blacksmith. Uff, ist teuer hier. Teuer hier. Mehr Rüstung braucht ihr erstmal nicht. Wir kamen ganz gut zurecht. Hier ein Punkt Power, ein Punkt Range wäre ganz cool insgesamt. Die hier unten braucht eigentlich nichts. Die ist ja nicht dafür da, um Schaden zu machen. Okay, wir kaufen den Bogen. Und ich denke, wir kaufen das Bastard Sword. Das macht mehr Schaden gegen Rüstung. Die macht von Haus aus schon mehr Schaden gegen Ungepanzerte.
Da eine ganz nette Combo am Laufen. Jetzt habe ich gar nicht nach Essen geguckt. Haben wir irgendwas an Relics noch dabei, was weg kann? Ich glaube, wir müssen den Grail bald wegstecken und den Rabbit's Foot benutzen. Wobei, dann warte, das ist, glaube ich, erst nächstes Kapitel. Weil da wird der Gral irgendwann verwandelt und dann kann man den nicht mehr benutzen. Da muss man ein bisschen aufpassen vorher. Trade Supplies, ja, das dachte ich mir. Das ist wieder minimal, was dafür fehlt. Upsi. Dann, naja, weiter, nicht? Können wir... Nein, auch das können wir nicht. Okay, okay. The Silversmith Tale. As you are making your way through a small mountain valley, you are approached by a heavy-set man holding a bloodied pickaxe. He is followed by several other men, all of them bearing similar implements. Hallo! Greetings, knights! Their leader says. He speaks politely with an accent you do not recognize. I am called Ram of Aachen, here at the behest of His Majesty Carolus Magnus. I would greatly appreciate your help. You recognize the name. He is a famed silversmith whose work is treasured by kings and emperors. Hear his tale. As you know, the emperor is a well-read man. In a treatise by the great Saracen scholar Sobrino, he discovered that silver was once mined in these mountains. Thus, I was tasked to discover whether this could still be done. He discovered a rich vein and began mining it, but lately something changed within the mountain itself. And then we were attacked by beasts, such as not even a troubadour could invent. Promise to help. You follow Ram's direction and soon reach the mine. The abominations have already begun to emerge, their hateful chitterings polluting the stillness of the mountain air. Approach carefully is wieder schräg. Bei Entschuldigung, wir haben... Oh, warte mal, plus 2 Damage to next attack, das heißt Salim kann voll loslegen am Anfang. Es sind nur 2, da kommen dann auch mehr. Wir kommen nicht mal bis an die dran. Wir wurden verarscht, was unseren Bonus angeht. Der kann auf die schießen, oder? 1, 2, 3... Nicht sicher. Ausprobieren. Kann er. Okay, wir haben hier eine Thorn Toad mit dabei. Die schießt Stacheln, glaube ich. Der wird stabiler, wenn man den angreift. Beides. Der wird stabiler, wenn man den angreift und schießt Stacheln. Nimm das, du garstiger Gargoyle. So, der Rest kann man ein bisschen aufrutschen. Weil wir kämen wahrscheinlich sogar bis an den Rand. Das bringt uns so nichts. Das ist ein scheiß Mandrake, der explodiert, wenn wir den anfassen. Ist okay, das können wir wegsprengen, damit Salim da drauf schießen kann. Macht der HP-Schaden, wenn der explodiert? Nein. Lady Handgranate, bitte. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, je öfter wir den hauen, desto stabiler wird der kleine Drecksack da. Stunnen wir den Typ erstmal. Moink. Und dann fangen wir an, Hits zu traden, die Sarah dann alle bekommt. Uff. So, haben wir Isabel noch übrig. Der Typ ist eh betäubt. Also doch Verstärkung. Eine Wyvern, eine Redcap ist okay. Wir sind ja hier vorne schon mehr oder weniger fertig. Gut, wir gehen hier in Deckung. Wir schießen den dicken Kerl hier. Packen Isabel mit dazu. Und dann sollen die Viecher mal rankommen. So.
So, er ist wieder voll aufgeladen. Gucken wir mal, was wir den kleinen Kerlen da antun können. Handgranate bringt nichts, außer dass Deckung kaputt gemacht wird. 1, 2. Und der Pfeil müsste doch reichen für den, oder? Na, knapp. So, wir werfen die Handgranate drauf. Dann sind wir zumindest den Flieger schon mal los. Dann schmeißen wir noch einen normalen Cinch hinterher. Und gehen den kleinen Kerl aggressiv an. Pommelschlag. Bonk. Voll ins Auge. Und jetzt töten wir ihn. Der Soundtrack mit diesen Sci-Fi-Sachen drin, gell? Macht mich jedes Mal wieder fertig. Gib dir gleich mal Unnatural Gaze. Ah, fuck, wir kommen nie dran von hier. Salim, du musst dichter kommen, mein Girl. Oh, kommt schon. 1 Punkt Schaden. Ah, blast halt das scheiß Horn. Nicht, dass der Typ HP-Schaden machen könnte, aber schon schade, dass wir für Isabel nur so komische Fähigkeiten gekriegt haben. Aber hey, dafür ist es ja ein Roguelike, da kann man wohl nichts machen. Mal hat man coole Fähigkeiten, mal hat man so eine Party, wie ich die jetzt hier habe. No more abominations emerge from the depths. The battle is over. You use the grail to heal the wound in the whale, drawing in and purifying all the dark energies of the cataclysm. Explore the mine. The dead gefällt mir nicht besonders. Oh, the living. Wir finden also noch wen. To your surprise, you discover a living man trapped in a mine. His name is Arnold and he cries tears of happiness to see you. When the beasts came, the ground trembled and part of the ceiling collapsed, he says. I thought I would die, but by God's grace, the rubble protected me. When you return to the light of day, a Ram of Aachen is waiting for you. He embraces Arnold and thanks you for saving him. I will reward you as best as I can, he says. These were truly heroic deeds. Perhaps the stories the troubadours tell are not as far-fetched as I had thought. Das ist viel Zeug. So, genug Leute aus Aachen. Wir müssen keinen schrecklichen deutschen Akzent mehr vorlesen. Nicht, als hätte ich ihn nicht sowieso schon, aber so musste ich ein bisschen überziehen. So, warte, ich habe gesagt, Rüstung und HP abwechseln. So, wir können jetzt hier unten irgendwas buffen. Buffen, weil mehr Fähigkeiten kriegen wir ja nicht. Also schauen wir mal kurz rein. Okay, Cooldown minus 1 ist nicht schlecht. 4 Stacks of Thorns ist ganz cool. Da wird sich die Fähigkeit sogar mal lohnen. So, mehr Damage gegen alle Ziele. Gain 2 HP, wenn ich jemanden töte, okay. Ja, hier gibt es auch übrigens unterschiedlich von, also es sind nicht immer die beiden hier. Slash, mehr Damage, 2 Punkte Grit heißt mehr Damage. Ich würde tatsächlich Sharp Wind nehmen. Vier Schaden auf einen Gegner, wenn ich angegriffen werde, ist viel. So, Salim, mein guter Freund, du bekommst dann auch Rüstung. So, Quick Draw. Wobei, was haben wir denn hier auf Take Aim? Plus 3 Power. Oh, das ist irrelevant, weil die alle gleich lang Cooldown haben. Wobei, das heißt, ich könnte doppelt schießen und dann in der nächsten Runde Aim machen. Was heißt das für Quick Draw? Guard Down und mehr Damage. Einfach so, mehr Damage. Okay. 2 plus 1 anstatt minus 1 plus 1. Nehmen wir mehr Damage. Isabel, junges Fräulein. Rüstung. Wir hätten gerne eine verbesserte Handgranate, schätze ich. Oh, Bleeding, nice. Oder mehr Damage. Cinch, haben wir hier was Cooles. Restore one charge to the caster's abilities and relics. Das ist stark.
Da können wir das Horn theoretisch öfter mit pusten. Hier sind wir doch zu Hause. Da können wir plus 2 Damage buffen. Das wäre ganz cool. Hier können wir plus 3 Damage buffen. Das wäre auch ganz cool. Und die Handgranate war plus 4 Schaden. Eieiei. Ich denke, wir nehmen die Handgranate, weil uns fehlt ein bisschen Damage gerade insgesamt. Weiter geht's zur Quest. Iroldo und Brasildo. Passing through a small town, you come across an unexpected sight. A noble knight by the name of Sir Iroldo in a pillory. The townspeople seem outraged, unwilling to listen to him as he desperately tries to explain himself. Alas, my friends, these righteous folk condemn me for my public acts of lewdness, but they do not understand I was enchanted by a fairy. Please believe me, it is true. I and many other knights were enchanted by this outrageous hobgoblin, this degenerate forest nymph, and forced by cruel magic to dishonor ourselves in heinous ways. My mind only returned to me when I awoke in my present situation. I beg you to help me. Wir haben leider nicht genug Geld, mein Kerl. So. Wir wollen nach da. Ja, fahren wir halt hier drüber, ne? The Boar Hunt. A damsel warns you that in the woods you are about to cross lives an ill-tempered boar, which has claimed several lives. Some believe it is possessed by a demon. Others even claim it is the last surviving demon from the miracle of the Gadarene Swine. Okay. Track it down. Los, Salim, wir finden dieses Wurzfagel. Und zwar damit. Alter. Rigged. Salim fails to find the boar. Bla 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 bla. 75% am Arsch. You are traversing a narrow path, framed by high cliffs on one side and a plunging chasm on the other. The going is treacherous and requires your full attention, so it takes you a while to realize that all the ordinary sounds of living nature have ceased, plunging the area into an almost supernatural silence. Salim, inspect the area. It is strange that all wildlife has fled the area so suddenly and all at once, and you cannot help but think that sometimes animals seem to know and feel things that humans are blind to. Indeed, even the wind seems to hold its breath in anticipation. Without really knowing why, but sensing that it is the right thing to do, you ready your shields and weapons, preparing for whatever may come your way. Wir haben wieder Monster. Okay. Was haben wir denn? 2 Redcaps und eine Kröte. Das ist jetzt wenig beeindruckend, aber, wir kommen nicht an die Jungs dran von hier. Auch nicht mit dem armen Salim. Ja, die sind noch im Stealth-Modus. Wir schleichen uns also mal eins dichter. Ich kann hier wenig machen, außer dichter gehen. Dieser Stealth-Modus ist das Nutzloseste, was es überhaupt gibt. Ich habe den noch nie vernünftig benutzen können. Aber es gibt so viele Situationen, wo der kommt, dass man hier am Anfang irgendwie so rumschleichen kann. Man nicht mal im Ansatz dicht genug kommt, um irgendwas Sinnvolles tun zu können. Kann ich eine fetzige Handgranate werfen, die Deckung da zerreißen, damit Salim was zu tun bekommt. Ich weiß nicht genau, was das hier für ein Schmier sein soll, aber ich würde da gerne rausgehen. Wie wäre es mit einem Stunning Blow? Und einem eleganten Schritt auf Seite. Mein liebster Move. Schritt auf Seite. Salim, du stehst scheiße da hinten. Wie weit schießt der Kerl denn jetzt? Das reicht wohl nicht. Probieren wir die neuen Pfeile aus. Da hätte ich mir den Stun wohl schenken können, wenn ich das da richtig sehe. Weil wir haben ja immer noch einen Specialty Arrow, aber den brauchen wir nicht mal. So, eine Redcap schon mal gepoppt. Das war nix. Ist da jetzt wirklich Säure? Aua! Wenigstens kommen sie dicht genug, dass ich auf die Jungs schießen kann.
Also nicht. Außer ich gehe dichter ran. Wir benutzen unseren Krempel hier, um das alles loszuwerden. Aber das ist umsonst da noch. Kostet nicht mal ein AP. Cool. Dann fangen wir mal an, auf die Kerle hier drauf zu hauen. Jetzt schießen die sich gegenseitig mit ihrer Dornenrüstung an. Sehe ich das richtig, ja? Sehr cool. Nehmt ihr jetzt nochmal Damage wegen der Dornenrüstung? Das reicht nicht. Wir brauchen den Spezialitätenpfeil. Zack! Ich glaube, das Finale hier von der zweiten Map war gar nicht so ohne gewesen, jetzt wo ich darüber nachdenke. Ich habe gerade wenig Zeit, mit euch zu reden. Die Kämpfe sind relativ kurz und knackig und ansonsten muss ich hier ein ganzes Buch vorlesen, okay? Nicht ganz so schlimm wie das, was ich bei Wildermuth immer vorlesen muss, weil da 100 Charaktere miteinander reden. Hier bin ich jetzt im Großteil nur der Erzähler. Aber trotzdem. Handgranate! Okay, um den Gegner zu besiegen, müssen wir einfach alle Knöpfe drücken. Ich brauche kein Measuring, wenn du nur 4 Punkte HP hast. As you search the area after the confrontation, you find the mangled corpse of a traveling merchant. Who met his end at the sharp claws of the abominations. It feels wrong to pick through his belongings, but you reason that this poor soul no longer has any need for his worldly possessions. Before you move on, you say a brief prayer for this man, whose name you will never know. So, fast geschafft, meine Kerle. Ist länger als Episode 1. A likely tale. Your journey has brought you to a small mountain village. Sometimes travelers like yourselves are cause for excitement in such places, but today another has got the villagers' attention. A young red-haired troubadour by the name of Reynard is entertaining them with a tale of heroism and chivalry, which he claims is entirely true. The Troubadour's tale is about Roland. It begins with the 12 peers assembled at Charlemagne's court. Though, when you count all the paladins mentioned, there are actually 15. Charlemagne's wise advisor, Alcuin, bestows a quest upon the paladins to travel to the court of Harun al-Rashid, convince him to marry his daughter to Charlemagne's son Charlotte, and return within 12 days. Okay. As the story continues, it becomes more fantastical. You have encountered some strange things in your travels, but nothing as absurd as a horse that eats air and a fairy who must be caught by the forelock. Nor do we believe that King Marsilius of Al-Andalus can speak the language of mice. Still, the villagers seem entranced by Roland's adventure, and it is hard to deny that it's agreeably diverting. Das war der Plan. Ich will ja hier nicht jetzt die ganze Zeit rufen, so war das gar nicht. The grand finale of the tale is spectacular, involving a battle before the gates of Baghdad, in which Huon of Bordeaux is briefly transformed into a magical clock. Roland fights a duel with Mandricardo and Duke Naimon slays the giant. At the end, there's a wedding between Roland and Ord, the sister of his best friend Oliver, inexplicably attended by both Harun al-Rashid and the long-dead Charles Martel. Despite the vast liberties taken, it is an inspiring tale and the villagers begin tossing coins at Reynard's feet while he bows. Wenn wir jetzt hier irgendjemanden dabei hätten, der ein Bardo oder sowas wäre, gäbe es hier bestimmt eine extra Sache und eine extra Option. So, geben wir dem Mann auch einfach Geld und sind nett. Reynard winks at you before swooping up the coins. Thank you, ladies and gentlemen, he says with a final bow. It has been a pleasure. Next time I pass through, I shall tell you of Sir Sacramore and his adventures in Tribalibot. Oh Gott. Was passiert? Ding dong. Es essen alle. Of Oton and Berenger.
Dark tendrils are visible through the half-frozen snow at your feet, slowly spreading through the earth, poisoning the land. A nearby wound in the whale throbs painfully in your consciousness, and you briefly wonder how much Merlin suffers when he gazes upon the cataclysm. You find the abominations where the corruption is worst, in a hideous parody of the mountain vistas the troubadours sing about with longing. A Frankish knight has preceded you, but it seems he attacked the abominations alone and perished in the battle. Toll, wir joinken also gleich dem sein Equipment, ja? Oh, wir haben einen neuen Gegner, den Basilisken. Das ist so eine Art Artillerieeinheit. Ja, wir gehen zuerst die beiden an. Der Basilisk ist ein zäher Kerl. Der extra AP am Anfang ist wirklich nice. Bon. So. Das reicht nicht. Heißt, wir müssen uns wahrscheinlich bewegen. Oder wir greifen die Red Cap an. Was hatte die bekommen? Verbesserte Handgranate, nicht? Ich denke, wir können die beiden hier kurz so alleine stehen lassen, ohne dass sie sofort draufgehen. Je länger Salim hier stehen bleibt, desto mehr Damage macht er ja. Hey, was kommt denn die Type hergefahren? Salim war noch nicht fertig, dich zu töten. So, wir pusten jetzt aber nicht ins Horn. Die anderen sollen erstmal gucken, was sie so machen. Das Horn benutzen, wenn die Gegner dicht genug dran sind. Wir müssen mal ein bisschen Mana benutzen. Ich glaube, das ist das Glockengebimmel, was wir die ganze Zeit hören, dass das Mana voll ist. Okay, der prepared irgendwelchen Bullshit. Die brauchen noch eine ganze Weile, bis sie irgendwo sind, wo es relevant ist. Wir können tatsächlich das Mana mal benutzen, um die Dame hier voll zu heilen. So, der kann auf niemanden schießen, hier, wie die Sache sich gerade darstellt. Die kann auch nicht allzu viel machen von hier, wo sie steht. So, was hat das nochmal gemacht? Reduce all active cooldowns. Bringt das Salim was? Nein, diese Runde noch nicht. Dann heilen wir nächste Runde und Salim kann dann wieder angreifen. Soweit der Plan. Okay. Wir fahren hier einmal drum rum. So, und jetzt stellen wir die wieder hier rein, damit der andere sich nicht bewegen kann. So, niemand steht in dem Siff. Die kann eigentlich auch mal ein bisschen dichter rankommen. Nicht, dass das irgendwie relevant wäre. Soweit ich weiß, macht hier gerade niemand HP-Schaden. Whip it, Dinosaurier, whip it! Was macht denn so ein Miasma? Minus 2 Accuracy, minus 2 Evasion ist schlecht. Das hätte der besser gemacht, bevor die versucht hätten, Zara anzugreifen. Okay, wir müssen trotzdem raus aus dem Siff hier. Das ist für alle all active cooldowns. Ah, das geht nur eine bestimmte Reichweite. Na, dann ist es auch egal. So, die kann den Kerl hier mal betäuben. Lass diesen Miasma-Schleim hier rausgehen. Die ganz genauso. Die pustet jetzt mal in das Horn, damit da unten nichts Schlimmes passiert. Und kann auch eine von den guten Handgranaten werfen. Wobei, wäre mir lieber, wenn mehr Leute da drinnen wären. Aber hey. Salim muss sich da unten zuerst um seinen kleinen Kumpel kümmern. Ja, soll die sich heilen, kriegt die noch Dorn mit dabei. Und dieser Schrott geht von der runter.
Hier gibt's halt gerade, also normal sind die Kämpfe hier mehr Kombinationskämpfe, aber durch die Fähigkeiten, die ich hier gekriegt habe, gibt es wenig zu kombinieren. Die Charaktere funktionieren alle recht solo. Okay, also schlau wäre es gewesen, dich direkt neben Salim zu stellen. Das, was du da gemacht hast, war nicht besonders schlau. Der hat 10, der hat 17. Wenn ich also Take Aim nehme. Und Double Shot benutze. Können wir die beide töten. Ohne, dass ich sonst irgendwas Spannendes machen muss. So, Handgranate ist erstmal raus aus dem Spiel. Dann bleiben wir mit dem, damit wir nicht wieder ins Miasma rein müssen. Gut, die hat sonst gerade alles auf Cooldown. Dann heilen wir die Dame kurz. So, und ja, werfen noch so eine Bombe. Mehr geht ja gerade eh nicht. Nicht, dass die zwei da irgendwelchen relevanten Schaden jetzt machen, die Runde. Sag ich ja. 8. Ja, auf dein Stinkemiasma hier zu verteilen. Das geht, glaube ich, nicht durch, mein kleiner Freund. Okay, jetzt mal ganz ruhig, ganz ruhig. Zuerst töten wir den da. Dann betäuben wir den da. So, ja, er muss trotzdem rankommen. Wir müssen das Vieh ja töten jetzt nächste Runde. Und das Vieh kommt nicht darunter zudem. Auch wenn der jetzt unvernünftig viel Schaden gemacht hätte insgesamt. Aber irgendwann ist er auch mal gut. So, die macht man schon auf Seite. Und dann raus hier. After your hard-won victory, you use the grail to cleanse the wound in the whale. It takes some time, as if the wound is particularly resistant to healing. As you wait, another knight approaches. He kneels before the corpse with tears in his eyes. I told him to wait, he says. What use are chivalry and honor when you are dead? If we had fought together, but he would not listen. Ah, Berengar, you fool. He sighs, shaking his head. I am called Oton. Will you help me bury my friend? Da ist ein Schreibfehler drin, oder? Ich hab's richtig vorgelesen. Na. It is hard work with the ground so frozen, but you are moved by Sir Oton's love for his fallen friend. When you are done, he speaks a Frankish prayer, then hands you Berengar's weapon. It is yours to keep. My spear broke and my sword shattered when I fought another of these beasts. Further down the slope, but I do not wish to take up arms again. I am tired of all this death. Ask him to heed Roland's call. Take the weapon. Die Weapon brauchen wir nicht wirklich. Sir Orton Sides, you're right. What was the old saying? Non nobis solum nati sumus. Perhaps I can make a difference. To Rossovo Pass, then. Perhaps I will see you there. Wir brauchen keinen Stab für Isabel, die kommt schon zurecht. Mistress of the Stream, okay, ein Schwert. On a remote mountain path by a clear silver stream, you come across a dead abomination. Its limbs sliced off its body. Next to it lies a woman. Pale of face and crimson of hair, clutching at a wound in her chest. Ah, how pleasant to see a human face. If only you had come a little earlier. Still, may I plead for your assistance? My injury is severe and I require an extract of mountain ash to survive. There is an herbalist nearby who might have what I need. Would you be so kind? The herbalist's house is in ruins. Perhaps the same abomination that injured the woman you are trying to save passed through here before. Luckily, many of the herbalist's goods are still intact, including a bottle labeled mountain ash extract. Less luckily, you were wrong about who destroyed the house. It was the abominations now surrounding you, most likely. Gut, ja, ich benutze mein Mana, ja, aber ich hätte es auch noch gern für den nächsten Kampf. Was sind denn zwei Redcaps, Mandrake, Wyvern?
Wir können die einfach blasten, dann sind die tot, aber komm schon. So unnötig. Xenopollen, ja. Können wir den Kerl töten? Ist er dicht genug? Ich denke schon. Mit Isabel so weit vorgehen, wie sie vorgehen kann. Und unsere professionelle Handgranate benutzen. Bester Move im Spiel, Handgranate. Take Aim lohnt sich jetzt nicht. Wir kommen ja nichts mehr dran. Nee, machen wir gleich. Machen wir gleich. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich kein Take Aim mehr brauche. So, Isabel, was haben wir denn hier noch Feines? Blight brauchen wir gerade nicht, Cinch auch nicht. Die Souls helfen uns gerade nicht. Dann mach einfach ein bisschen Damage. So, dann betäuben wir den hier. Schauen wir, was Salim so rausreißen kann. 15 ist ein bisschen viel für unseren Kerl, aber damit müsste es gehen, nicht? Und den Double Shot können wir dann auf den Kerl da drauf setzen. Den können wir dann gleich töten. Hey, hör auf Isabel zu peitschen. Ich gebe dir gleich mal Horror. So, Salim, mein guter alter Bogenschütze. 15. Das andere wäre ein bisschen Verschwendung, sagst du. Müsst du nicht wieder Handgranaten-Cooldown haben? Handgranate! 8. Enttäuschend. Besser. So, machen wir den Charge noch. Macht ja auch noch Schaden. Und dann müsste Mr. Salim den doch sicher erschießen können, den kleinen Redcap. Gut. You return to the woman by the stream and give her the bottle you found. She rubs the extract on her wound and to your astonishment it instantly closes and the woman leaps up as if she never had been injured. How splendid! She says with a grin. Oh, I thought I would never swim in these waters again. Come, come, I will show you my favorite cave. The woman leads you to a small cave by a waterfall. Within it stands an ornate wooden table with a silver comb upon it. A bed made of reeds and a chest bearing a golden aquila. She points at a letter. Take as much gold as you deserve, friends, then leave. I wish to bathe and if you saw me naked, why? You would never leave again. Jetzt habe ich mit der ganzen Patte. Ja, wir haben noch ein Level up, das ist nice. So kurz vorm Ende. Was ist denn dran? Plus 1 Move. Oh, cool. Nehme ich lieber, ja. So, Lunch. Was haben wir denn hier Feines? Move to Target Location. 3 plus 1. Ist weniger als jetzt. 2 Stacks of Bleeding. 4 Stacks Evading. Die hätte dann 70% Evade. Das wäre ziemlich saftig. Stunning Blow ist nicht so spannend insgesamt, gell? On Death, grant 1 Action Point to Sarah's Warband. Bringt uns nicht viel. Plus 3 Damage from all sources. Das ist interessant. Was haben wir denn hier? Aber irgendwas, das einfach mehr Damage macht. Nächste Runde mehr Damage ist uninteressant. Nehmen wir Interdict.
Doch, Interdict ist okay. Mehr Damage. Salim, was hast du? Plus 1 Range ist gekauft. Was haben wir denn eigentlich für Take Aim? Plus 3 Stacks of Keen Aim. Das bedeutet... Plus 2, minus 1, plus 1 mal Stacks of Power. Also mehr Damage? mehr Damage? Isabel, plus 1 Power ist nicht schlecht. Nehmen wir... das hier war das, was mehr Damage gemacht hat, gell? Mending brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Exposed. Cannot be missed. Das ist nicht schlecht, vor allen Dingen für unseren Bogenschützen. Vulnerable ist aber cooler. Okay, zum finalen Kampf. Hat ungefähr doppelt so lange gedauert wie Episode 1. Aber hey, zum Rendezvous Pass. Wir haben nichts mehr zu essen. At long last, you have arrived at Rendezvous Pass. Your journey through the Marca Hispanica is over. The abominations are everywhere. The battle prophesied by Roland is about to begin. Look for Roland. Roland and his companions, his best friend Oliver amongst them, are preparing for battle. Their faces are grim but not hopeless. Today they will fight for all mankind, and there's no greater honor than that. They are camped on the far side of the pass, impossible for you to reach across this sea of abominations. But Roland sees you and lifts his sword to the sky. Roland and his men are not alone, thanks to you. He has at least some reinforcements. You wish you could have done more, but you know Roland is not afraid. He will fight with Oliver by his side, and the rest is in God's hands. A cry goes from the assembled men. Montjoy! Montjoy! It is a sound you will never forget. And so they charge into battle. So, das hier ist ein bisschen kniffliger. Ich glaube, hier kommen 2 Runden Verstärkung. Schauen wir mal, schauen wir mal. Genau, die haben eine Cockatrice dabei. Das ist auch wieder ein Flieger, der aber auch mehr ein Supporter ist eigentlich. Aber irrelevant, weil wir hauen dem Typ auf die Fresse. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Wir wollen Interdict machen, weil wir dann mehr Schaden machen. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt direkt benutzen wollen. So, Salim. Du benutzt Keen Aim. Schießt auf die Cockatrice, die da noch 2 Punkte AP hat. Das ist doch peinlich. Lass mal schauen, ob wir vielleicht eine Granate werfen können danach. Und auf den Mandrake. Die Kröte ist mir gerade ziemlich Wurst. So, den können wir nicht erschießen, den auch nicht. Den da könnten wir erschießen, aber da denke ich noch drüber nach. Wir schauen erstmal, was Isabel noch so drauf hat. Das ist eine schlechte Handgranate, Isabel. Eine schlechte Handgranate. Deep Blight hätte geholfen, aber der Zug ist abgefahren. Und 0% ist mir ein bisschen zu wenig insgesamt. Können wir die vielleicht nach woanders laufen lassen? Wenn ich die nach hier laufen lasse? Nee, funktioniert auch nicht. Na gut, springen wir das wieder unten an. Naja, und... Puh, erschießt man die Cockatrice. Da kommt auch schon die Verstärkung. 2 neue Mandrakes. Es waren noch 2, oder? Ja, das ist der andere. Wir pusten noch nicht das Horn. Irrelevant im Großen und Ganzen. Super irrelevant auch ohne das Große und Ganze. So, Isabel. Wir bräuchten Deep Blight auf der Thornto. Zehn Punkte Armor Damage. Langsam fangen sie doch an, Schaden zu machen. Was macht das Ding? 6 extra Damage if Target is unarmored.
Wir müssen ja. Er muss ja weg, da der Kerl. Bevor Isabel noch eine Handgranate auf den Kopf bekommt. So, du kannst nicht wirklich gegen die Mandrakes kämpfen. Wir müssen aber. Manchmal muss man halt. Was hatten die drauf für ein Negativ-Ding? Vulnerable. Ist mir ziemlich egal. So, die geht hier in Deckung. Und du kannst dich selbst heilen. Ich weiß nicht, ob hier jetzt noch mehr Gegner kommen. Wenn ja, kann es sein, dass wir einen Zauberspruch oder zwei einsetzen müssen. Oder das Horn. So, um den da kümmern wir uns immer noch nicht. Der ist mir immer noch ziemlich egal. Die beiden da stehen dort dicht genug, damit ich die sprengen kann. Das Ding hat 3x3, gell? Die sind clever. Ja, die sind clever. Na gut, wenn ich jetzt zaubere, dann könnten wir aber wieder Dinge tun. Aber ich habe keinen Zauberspruch. Der Soundtrack ist schon ein ziemlicher Banger, der hier läuft. Tja, Salim. Nächste Runde. Darf sich nicht bewegen, mein Kerl. Wir sind schon auf 6 Stacks. Das sind plus 6 Punkte Schaden. Dafür bewege ich mich hier nicht weg. Gut, machen wir, dass die Viecher nicht angreifen können. So, die geht zu dem da unten. So, Salim tötet den da, ob der das will oder nicht. Wirklich. Wirklich. Das ist nicht cool, mein kleiner Kerl. Na gut, dann tötet Salim halt den dort. Da kann nur nichts machen, der da oben war wohl zu clever für mich. Ach ja, wir kriegen da noch ein paar neue Gegner. Saste. An den komme ich jetzt aber leider nicht mehr dran. Der da verarscht mich, okay? Das ärgert mich. Der hätte eigentlich tot sein müssen. Und da kann ich gerade nichts machen. Das ist mir ziemlich egal. So, ich kann immer noch nicht auf den Typ da schießen, aber von da aus könnte ich und von da aus auch. Das heißt, wir bleiten den. Die kommt schon zurecht hier unten. Problem ist halt, dass sie auf den Mandrake nicht wirklich schießen darf, sonst nimmt die ja Schaden. Was ein Rotz! Jetzt fängt er an vorbeizuschießen. Gut, die ziehen wir hier hoch zurück. Wir müssen zuerst den Mandrake da töten, bevor wir weitermachen können. Ich habe nämlich wirklich keine Lust, HP zu verlieren gegen das Pack hier. Rüstung ist mir total egal, aber HP ist nicht cool. So, jetzt müsste halt der gute Salim wieder an alle dran kommen, oder? 40%. Was schafft er? Nicht. Die wissen, dass ich denen nichts kann, deshalb ärgern die mich. Salim kann nächste Runde. Wie viel machen die, wenn die explodieren? 11, das ist viel zu viel, das ist ein Drittel von meinem HP. Ich kann keinen Nahkampf gegen die machen. So,
So, die kann sich jetzt auch langsam dann nicht mehr heilen vernünftig, also nicht mal mehr Rüstung. Ah, ihr lästiges Gesindel. Ich bombe euch einfach weg und dann... So, nächste Runde kann Salim Keen Aim machen. Das heißt, er kann auf jeden Fall einen von denen töten. Wenn nicht, dann bombe ich sie weg. So, Salim, Keen Aim. Dann schauen wir mal. Ja, benutzen wir halt einen Punkt Mana. Ist doch egal, ob niemand Healed fehlen hat. Ich brauche aber den Cooldown Reset. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer, dass ich wohl ein Vollidiot bin. Tut mir leid, dass ihr das sehen musstet. Ich bin hier gerade schlecht mit meinen Line of Sights anscheinend. Das war oben drauf. Lady, wäre cool, wenn du den treffen würdest. Nicht, dass es was bringt. Ach, Salim, ey. Dass du wirklich so ranzig stehst, dann stell dich halt ins Offene, damit die wenigstens versuchen, auf dich zu schießen. Soll ich zu sehr an dem... an dem Bonusschaden festgehalten habe. Deshalb ist das hier alles passiert. Miss. Miss. Sagt mir jetzt nichts. Kann mir das mal jemand erklären? Puh, das war's dann auch für Kapitel 2. Bisschen peinlich am Ende. Finally, the battle is over. The abominations are dead and Rossevo Pass has not fallen to the enemy. If there is a future, this day will be remembered in song. And if there is none, you will face the end with pride. A blood-covered man limps up to you through the carnage and you are surprised and gladdened to see that it is Roland. I did not think I would live to see this moment, my friends, he says. But here I am, alive and well, and my beloved Oliver lives also. I can only call it a miracle, no other words will suffice. Ja, wir geben das Horn wieder zurück, ich meine. Roland takes his horn, gently running one hand over it. I cannot tell you what this means to me, he says quietly. I said that no word but miracle will suffice. For this I have no words at all. Say farewell. Roland's eyes fill with tears. Farewell, my dear friends. I wish I could join you, but I am not welcome in Al-Andalus, and it is my own doing. Head for Saragossa, and from there to Murcia, where you may find a ship to take you to Jerusalem. Godspeed, my friends. Godspeed. Das war Kapitel 2 von The Hand of Merlin. Ich hoffe, jemand hatte Spaß daran. Ansonsten, wie immer, danke fürs Zuschauen. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal in Al-Andalus. Ciao, ciao.